Und weiter geht es mit einer besonders spannenden Folge von Enshrouded. Wir sind hier in diese Katakomben, beziehungsweise kurz davor, weil hier haben wir die Quest für diese Königin, Grabmal der Königin. Und wir gehen da mal rein. Wir haben ja in der letzten Folge diese komische Brutmutter, oder wie heißt sie? Wir haben hier den Kopf. Hünderer Mutterkopf. Ja, haben wir bekommen. Ganz nett. Aha, wir brauchen hier sogar einen Dietrich. Gut, dass wir welche dabei haben. Jetzt haben wir hier ein Problem. Wow. Was ist denn hier auf den Steintafeln? Blicke nach links. Gedenke an Elsen. Also ihr könnt Pause machen, lesen. Ich lese mir das immer gerne nach der Aufnahme durch. Ich bin nicht der beste Leser, Leute. Ich verhaspel mich da immer. Dank meiner Leserechtschreibschwäche. Deswegen verzeiht mir. Zeit mir, Leute. Kann für mich selber mal ein bisschen besser lesen und ich brauche halt immer ein bisschen. Vorlesen ist nicht so. Ich brauche von hier oben vielleicht ein Screenshot, oder? Sieht gut aus. Mal schauen. Interessant. Oh. Ach nein. Na gut getroffen, aber... Ich brauche so langsam wieder ein paar Pfeile. Ich sollte die wahrscheinlich ein bisschen aufsparen. Wenn ich wieder gegen so eine Fliegende gleich kämpfen muss und keine Pfeile habe, ist das nicht gut. Aber ich bin hier nicht im Miasma, ne? Ich trinke trotzdem mal. Nicht, dass gleich Miasma ist und dann habe ich dann weniger Zeit. Unten ist ja eindeutig Miasma. Können wir aufmachen, ja. Eisbolzen, interessant. Ich glaube, ich sollte echt mal den Zauberstab mitnehmen, ne? Hier komme ich noch nicht durch. Da hinten ist ein Schalter. Kann ich hier durchs Loch? Das heißt, wir kommen von der anderen Seite durch. Da haben wir einen Haken. Können wir uns also einfach rüber sliden. Da brauchen wir 4 Schalter, die wir betätigen müssen. Was kriegen wir hier? Muss ja eine fette Belohnung sein, oder? Mit Sicherheit. Ich bin gespannt. Okay, wieder ein paar Pfeile, wenigstens Feuersteinpfeile. Nicht die besten, aber immerhin. Besser als keine. Ist hier nichts drin? Keine Schätze. Aha, guck mal da oben. So, den ersten haben wir schon mal. Nicht, dass ich irgendwo noch einen übersehen habe, aber ich denke nicht. Da hinten ist ja ein Schalter, öffnet die Tür wahrscheinlich und auch direkt, ihr wisst schon, für da hinten. Dann gehen wir mal hier hinten runter und im Miasma. Gut, dass ich den Trank getrunken habe und hier ist eine Tür. Wir gehen erstmal durch die Tür durch. Oh, gut, dass ich Dietrich habe. Gut, dass ich die immer mitnehme. Mhm. Wie groß ist das hier? Wie riesig ist das hier bitte? Kann man hier einfach durch? Nee. Auch wieder irgendein anderer Weg? Boah, das blendet hier alles so ein bisschen. Ich höre Gegner, aber ich sehe keinen. Oh, Fallen. Wann ist denn, dass hier in den Vasen nichts drin ist? Glaube nicht. Okay. 20 Schaden. Was für ein Level hat die Keule? Oh. Die wäre ganz gut gewesen, aber aktuell brauche ich die nicht mehr. Da habe ich auf jeden Fall besseren Kram.
Okay, ich dachte, da wäre was drin. Fehlalarm. Muss ich hier immer ein bisschen umschauen, ne? Es könnte auch irgendwo ein Schalter sein. Sind hier wieder zwei Wege oder was? Aber hier ist doch was drin, oder? Nicht wirklich. Da geht's hoch. Da hinten geht's auch noch irgendwo. Boah. Also die Katakombe ist auf jeden Fall riesig, Leute. Ah, nee, okay. Das wäre einfach nur ein anderer Weg gewesen. So, der zweite Schalter. Ups. Können wir die einfach so aufmachen? Nee. Ich glaube, hier ist in Kisten gar nichts drin, ne? Oh doch, hier so ein bisschen. Na gut. Verschwinde bitte. Hier ist ein bisschen schneller. Danke. Okay, das war unnötig. Hier ist nichts. Was für ein Geräusch. Oh. Da was auf? Nee. Oh, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal runter. Wir sind ja hier hinten durch eine Tür gekommen. Nicht diese, sondern diese hier. Und hier müsste doch bestimmt auch noch irgendwas sein, oder? Wahrscheinlich ja, weil hier auch Gegner sind. Da liegt da was. So Bücher. Ich würde aber trotzdem ganz gerne Bücher mitnehmen für die Deko, ne? Das macht schon was. Und brüllen die hier so rum? Oh nein. Oh nein. Ich hasse die. Alter, ist sie nervig. Im Nahkampf gar nicht cool. Oh, 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 oh. Und mein Inventar ist langsam voll. Löschen, löschen, löschen. Das ist auf jeden Fall schon ein nettes Teil. So eine Miasma-Seele. Boah, sieht hier alles seltsam aus. Düster und unübersichtlich. Nochmal eine Miasma-Seele. Ach, das war die, die runtergefallen ist. Alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Hier waren wir, ne? Ach, okay. Ah, warte mal. War hier nicht noch irgendwie ein Durchgang? Hier? Ach so, okay. Ah nein, warte mal. Habe ich doch was Nettes gesehen? Eine nette Kiste. Vielleicht sind da ja Schrottpfeile drin. Die würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Und wir sollten unser Essen und Trinken nochmal auffüllen. Vielleicht skill ich echt in den Nahrungsslot erstmal rein. In die Richtung. Ah, ist auch ganz nett. Und hier? Nix. Hier ist keine Ahnung, was das ist. Will ich nicht unbedingt reintreten. Okay, einer fehlt noch. Das heißt, wir sind so gut wie fertig. Und uns erwartet doch bestimmt ein kleiner Bosskampf gleich, oder?
Gibt's hier noch irgendwas? So, es läuft doch gut, Leute. Es läuft doch gut. Okay, da sollten wir nicht unbedingt runter. Ich hasse die. Noch mehr? Oh, dahinter ist was, ne? Da hinten geht es durch. Müssen wir da durch oder... Achso, wir müssen da sogar durch, ne? Der Boden ist nicht gerade... Oder wir könnten auch da hinten mit einem Haken hoch. Ich glaube, erstmal hier lang. Hier wird zwei Wege, einmal eine Kiste. Lass mich raten, gleich kommen ganz viele Viecher. Das Krabbeln. Ich höre es krabbeln, Leute. Okay. So weit, so gut. Mir bloß weg damit. Ach, guck mal da. Oder wir können auch da hinten rüber. Autsch. Beruhig dich. Ah, warte mal. Wo geht es da hinten hin? Aha, ich hab's mir schon fast gedacht. Ja, jetzt ist wieder die Frage aller Fragen. Löschen. Das Fleisch können wir bald essen. Obwohl, warte mal. So. Ganz einfach. Ganz einfache Nummer. Okay. Und weiter geht es. So, der letzte Schalter. Noch irgendwas. Jetzt noch umschaut. Ich glaube nicht unbedingt. Hier vielleicht irgendwas Verstecktes. Versteckter Raum? Nee. Hätte hier sein können. Also Doppelsprung ist schon geil, ne? Den muss man sich holen, Leute. Das ist ein Muss. Doppelsprung ist ein Muss. So, da ging's ja. Und hier oben ist auch noch was. Einen Augenblick mal. Ist auch eine verschlossene Türe. Ah. Und ganz gerne mal vorbeischauen. Oder kommen wir von hier? Warte mal. Ach, okay. Das ist einfach nur noch ein alternativer Weg gewesen. Ich verstehe. So, dann regenerieren wir kurz unsere Ausdauer, weil ich habe das Gefühl, dass es hier zu einem Kampf kommen wird. Sieht mir alles sehr verdächtig aus. Oder was meint ihr? Oder ich kann mich auch irren und das war's. Ah, wir nehmen einfach mal. Oh, ein Schild. Sieben Blocks, 20 Parier. 100 Haltbarkeit, 25 Lebenspunkte. Aha. Schaut euch das mal an, Leute. Das kein geiler Schild ist. Alles klar. Ab nach Hause. Kram einlagern. Cool.
Das Schild passt perfekt zur Waffe. Okay. Das hat sich doch gelohnt. Da haben wir echt einiges einfach am Leben mehr jetzt. Ah, Texturen bitte einmal laden. So, ich hau jetzt erstmal den Kram hier rein. Wir haben wieder fett Beute gemacht. Aber Pfeile, ich muss ja im Vergleich ein paar Pfeile machen. Den Bogen brauchen wir, glaube ich, nicht. Oh, wir haben sehr viel Metall. Sehr, sehr viel. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen was einschmelzen. Ja, nicht alles. Ein bisschen einschmelzen wäre trotzdem nicht schlecht. So, Pfeile. Dann, war es das für diese Kiste? Schau mal. So, hier kommen natürlich die ganzen Stoffe und so wieder rein. Wie immer. Fell. Stoff. Fasern. Das sieht gut aus. Hier so Sachen wie Harz und so, ne? Harz und das war's dann, glaube ich, für die Kiste, ja. Dann ein bisschen Yummy Yummy essen. Obwohl, das grillen wir uns vielleicht gleich direkt mal, damit ich noch ein bisschen mehr Fleisch habe. Und dann brauche ich noch eine andere Nahrungsquelle, würde ich sagen. Ja, ich hätte ganz gerne Honig wegen Ausdauer. Nehmen wir Maiskolben. Perfekt. Ansonsten Essen zum Einlagern, nix. So, Kollege. Ich hau das erstmal so bei dir rein. Passt schon. Zerlegen können wir immer noch. Aber sieht die Kiste übrigens ein bisschen gefüllt aus. Okay. Das kommt alles nach unten zu dem Alchemisten. Der Kopf. Ah, vielleicht muss ich doch bald mal was verkleinern. Aber noch ist in Ordnung. So. Einmal reparieren. Dann Metall. Boom. Reinhauen. Kohle. Warte mal, haben wir hier Kohle? Ja. Hier fehlt Holz. Ja, warte mal, wir sammeln doch immer Holz nebenbei. Die hat auch was Neues für uns. Holz. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. Zack. Zack. Können wir auch direkt mal das hier rausholen. Damit wir auch mit dem Material natürlich arbeiten können. Kohle. So, das kommt dann in die Kiste hier. Wird auch langsam ziemlich voll. Und der hat auch wieder was für uns. Ey, wir kommen aus dem Machen nicht heraus, ne? Immer wieder was Neues. Aber ist geil. Zauber. Sehr gut. Bücher. Den Kram. Wunderbar. So, dann bin ich clean. Was hat er denn für uns? Also. Schutz der Flamme. Weißt du, warum man es so nennt? Du entstammst der Verbindung zwischen dem Bauer und den Menschen. Aha. Darauf kannst du die Welt wieder aufbauen. Alles klar. Danke. You're welcome. Warte mal, hat der nicht auch irgendwie Pfeile? Hier ist mal Flächen und so, also so Trink habe ich komplett genug, Munition, nee. Also sobald wir einen richtig guten Stab haben, werde ich dann auch die Zauber mal mitnehmen. Aber im Moment bin ich so zufrieden.
Hey, was hast du? Ein Test der Fähigkeiten. Mit Lauter aus deinem Blick entschlossen. Du warst auf der Jagd. Ich werde. Da. Okay. I can do it. Der hat auch. Oh, so viel. Überhäuft mich richtig. Mach mir Pfeile, genau. Du machst Pfeile. Spezialpfeile. Schau, das entsteht wie. Oh, wow. Okay, das ist alles Kram, was ich noch gar nicht habe. Also Schleim und so kann ich machen, klar, aber das hier noch nicht. Aha, 14 Schaden machen die Dinger. Der betäubt. Der leuchtet. Wäre auch nicht schlecht, ne? So ein paar Leuchtpfeile. Schleim und Miasmasack. 14 Schaden. Der macht auch 14 Schaden. Miasma-Pfeile. Wie viel kriege ich da raus? 25? Warum nicht? Passt ja erstmal. Hast du noch irgendwas Neues mittlerweile? Schmelzhalte. Ja, ich brauche Lehm oben für den Typen, damit wir dann wahrscheinlich diese Ziegel herstellen können, ne? Neues Schild. Oh. Bernstein und Kupferbarren. Alles klar. Schmelzziegel. Ja, da brauche ich halt Lehm. Ich brauche Lehmklumpen. Und Sand. Jo. Okay. Du hast nichts Neues, oder? Ja, soll ich auch mal machen. Sollte ich mich mal ransetzen? Hast du noch irgendwas Neues? Tonschelle, Tierfell, bababam. Ich hätte die Rüstung ganz gerne. Die sieht irgendwie cool aus. Und Dekoration, ja, den Schädel könnten wir uns auch hinhängen, aber wir brauchen Holzbretter. So, Kollege. Hey. Will ich einfach nicht die wunderbaren Einzahnte, hä? Noch eine Markierung. Hast du irgendwie neue Rezepte bekommen? Ich glaube nicht, ne? Stauraum, halt diese Kiste, klar, aber da brauchen wir auch Holzbretter. Verbesserter Greifer. Können. Aha. Warte mal. Ich will den ausziehen, ablegen. Ja, damit. Warte mal, 30 Ausdauerkosten. Und der hier. Ja, immer her damit. Whoop. Sehr schön. Aber ansonsten. Nichts. Oder warte mal, was ist da oben? Lehmklumpen halt, ne? Ich brauche diesen Lehmklumpen oder beziehungsweise mehrere. Okay, das haben wir. Warte, bababam. Das sieht eigentlich auch cool aus. Irgendwelche neuen Blöcke sieht nicht so aus. Ich schaue nochmal kurz durch, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Oh, bam, bam, Gleiter. Greifhaken. Sieht nicht so aus. Warte mal, hast du einen neuen Gleiter? Ich hatte mal was von Gleiter gelesen. Sieht nicht danach aus. Oder warte, habe ich ihn gerade übersehen? Wenn ich auf Gleiter gehe. Nee. Okay. Dann sollte ich mal mir ein bisschen Fleisch braten. Warte mal. Hier können wir doch Popcorn machen, ne? Aber da brauchen wir Honig. 7 Ausdauerregeneration. Oh, das ist schon gut. Wir brauchen halt Honig. Wie lange hält das? 5 Minuten nur. Ja. Gut. Also ein Kolben bringt Stärke 1. Wenn wir den einmal ein bisschen grillen. Dann bringt er Stärke 2 für 20 Minuten sogar. Ja, her damit. Immer schön her damit. Ein bisschen Mais braten. Anrüsten. Und dann ein bisschen Fleisch. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ordentlich zu essen.
Und dann schauen wir, wo es als nächstes hingeht, ne? Also wir finden immer irgendwie coole Sachen. Also das Schild ist auch schon echt schick, muss ich sagen. Gefällt mir. So. Wunderbar. Und ja, damit. Aber ich hätte ganz gerne irgendwie mal besseres Werkzeug. Damit wir dann irgendwie schneller Holz und so abbauen, ne? Oder ich muss das skillen. Weil das können wir auch skillen, Leute. Weil ich will jetzt bald, sobald wir im Norden sind, dann unsere neue Base aufschlagen. Sagen, das hier kann man so lassen. Ich habe hier sogar oben noch diesen Raum, den habe ich noch gar nicht fertig gemacht, ne? Vielleicht sollten wir uns da mal so ein Bett reinbauen und so. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann einmal braten nochmal. Wunderbar. Das hält auch 20 Minuten, 20 und 10 Minuten. Wir haben Pfeile, wir haben Dietriche, wir sind ausgerüstet. Uns geht es gut. So, wir haben noch neue Markierungen bekommen. Wir haben hier hinten nochmal. Zeremonie. Ewiger Zauber. Oh, so viel. Da haben wir auch noch was, ne? Mhm. Und hier werden die wahrscheinlich auch sehr stark sein, schon im Norden, ne? Wahrscheinlich viele 15er, aber da kann auch sein, dass wir eine sehr geile Waffe und so kriegen. Warte mal, Fähigkeiten, habe ich noch irgendwie Punkte? Einen, ja, na gut. Also ich denke, wir werden echt hier reinskillen. Was haben wir denn hier? Erhöht die Kondition, Attribute, Ausdauer 10, aha. Erhöht die Standardausdauer um 50%. Oh, das ist gut. Alles klar. Ist uns eigentlich noch irgendwas an Ausrüstung? Nee, ne? Zack, so, warte mal. So, damit mal die Markierung da weggeht. Tagebuch Werkstätten. Könnte ich mir anpinnen, aber hol mal den Kram da bitte weg. Damit das dann nicht irritiert. Sonst irritiert immer diese komische, ja, Schmelze. Ich weiß, ich brauche die Schmelze. Körner, Früchte können wir anbauen. Die hier, die. Ich würde ganz gerne irgendwie mehr an Honig kommen. Honig ist irgendwie mal sehr rar. Warum ist da noch ein Ausrufezeichen? Quests. Ja, sehr viel haben wir, ne? Jägerin haben wir 2 gemacht. Auch interessant. Das ist dann wahrscheinlich Hauptquest, ne? Wenn wir hier nochmal so die diese Brunnen reinigen. Zeremonie 2 von 1. 1 von 2 meine ich. Hier 1 von 2, hier 3, hier 1, hier 1. Ja, hier. Boah, das ist auch eine längere Quest. Also hier brauchen wir 2, hier brauchen wir sogar 3. Ewiger Zauber 2. Vielleicht machen wir erstmal auch die Zeremonie. Was kriegen wir denn da? So ein Schädel. Boah, was? Signum Vocal Gladiator. Überlegt mal, die Dame war schon ziemlich robust. Wie stark ist der dann? Hm. Kriegen wir eine Truhe? Auch eine Truhe. Zauber, ne. Das sieht auch nicht gerade easy aus. Ich denke, wir machen... Ja, keine Ahnung. Werden wir in der nächsten Folge sehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.